Hallo, ich bin Jonas. Hallo, ich bin Charlotte. Hallo, ich bin Frieda. Hallo, ich bin Helena. Hallo, ich bin Helen. Hallo, ich bin Talia. Und wir sind heute für euch in Potsdam unterwegs. Nach etwas Spaß machten wir uns auf die Suche nach Herrn Drescher, unserem Staatssekretär. Was steht da? Ministerium der Finanzen? Das ist falsch. Auf zum nächsten Gebäude, Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. Hier sind wir richtig. Auf geht's. Er sitzt im Obergeschoss. Also Treppen steigen. Manu, keiner da. Vielleicht ist er ja bei Herrn Bafke. Wir schalten uns im Ministerbüro um. Und er hat dann einen Ball mit ganz vielen Unterschriften. Ja. Und Boxhandschuhe. Also man sieht, dass er Sportler ist. Ganz Geschenke, die er mal bekommt von Schülern und Kindern. Die ganzen Bilder werden hier aufgestellt. Toll, unser Bild, was wir ihm geschenkt haben. Da Herr Drescher nicht da war, suchten wir weiter in der Kantine. Hier essen Herr Wolfke und die ganzen Minister. Riecht aber lecker hier unten. Da kriege ich aber gleich Hunger. Hier ist er auch nicht, also weiter zu dem großen Gebäude, die Staatskanzlei. Dort soll Herr Drescher sein. Eigentlich hat Herr Woidke hier sein Büro. Im großen Festsaal auf der Bühne. Wir haben viel Spaß. Endlich gefunden, schnell hin! Ja, das ist aber lieb. Ja, macht aber ganz lieb. Aber wie gesagt, wenn ich mal in Großkirch bin, komme ich euch gerne nochmal besuchen. Und dann sage ich vorher Nico Bescheid und dann können wir da aus der Nummer ein bisschen. Ja, ach, das freut mich. Schön. Dann freue ich mich schon auf meinen nächsten Tag. Ich wünsche euch erstmal heute noch viel Spaß und dann einen schönen Heimweg nach Großkirch. Und tatsächlich. 3 Monate später. Herr Drescher kam nach Großkörres für Herrn Rainer. Was war Ihr Kindheitstraum? Mein Kindheitstraum? Na, als Kind träumt man natürlich ganz viel. Also das kann man jetzt gar nicht so auf eine Sache reduzieren. Also kann man gar nicht so wozu, also zu einer bestimmten Sache geträumt. Sie können auch Ihren Kindheitstraumberuf sagen. Ja, das. Zum Beispiel wollte ich schon als kleines Kind immer Lehrer werden. Das war für mich also immer ein ganz toller Beruf, weil ich schon auch an der Schule zum Teil auch schon so ein bisschen im Unterricht war und festgestellt habe, das macht mir so einen Spaß, mit Kindern zu arbeiten. Also insofern war das schon einer meiner Träume, später mal Lehrer zu werden. Und insofern freue ich mich, dass das alles geklappt hat. Was bringt Sie zum Lachen? Ein guter Witz. So wie Herr Rainer gerade sagte nochmal, Loyot ist zum Beispiel jemand, der einen ganz tollen Humor hat und über den man schön lachen kann. Und ich finde, wenn ein Witz auch ein bisschen tiefer hat und etwas anspruchsvoll ist, dann ist es immer sehr schön. So ganz platte Witze, die finde ich eigentlich nicht so richtig lustig. Was bringt Sie auf die Palme? Auf die Palme? Naja, wenn mich schon auch jemand ärgert und wenn jemand irgendwie auch persönlich wird und frech wird, sowas ärgert mich dann schon wirklich. Weil das finde ich, das muss man sich nicht antun, sondern so wie auch euer Schulleiter, immer freundlich sein, immer nett zueinander sein, dann braucht man auch nicht auf die Palme gehen. Wie oft waren Sie schon in Großkörres? Ganz oft. Also Großkörres, ich komme ja aus Königs Wusterhausen und insofern ist das ja hier auch meine Heimat. Und hier an dieser Schule findet auch der sogenannte Kreisschulbeirat, das ist also ein Gremium mit Lehrern, Eltern und Schülern statt, zu dem ich regelmäßig da bin. Also insofern ist Großkörres ganz oft von mir angesteuert.
Was halten Sie davon, dass hier vielleicht dann auch Kinder von der 1. bis zur 13. Klasse lernen? Die Idee finde ich immer schön. Ich habe ja auch mal früher eine Gesamtschule geleitet. Da konnte man von der 7. bis zur 13. Klasse, also bis zum Abitur, lernen. Aber wenn man natürlich sozusagen in die 1. Klasse hineingeht und an einer Schule bis zum Abitur bleiben kann, ist das an sich schon eine ganz tolle Sache. Weil man dann braucht man nicht die Schule wechseln, man kennt die Lehrer, man weiß, wie das alles funktioniert. Und für die Schüler ist das natürlich ganz toll. Voraussetzung ist natürlich, dass die Schule groß sein muss. Und das ist das, was wir hier gerade jetzt in Großköris uns anschauen. Ist die Schule groß genug, damit hier genug Schüler da sind, die dann auch bis zum Abitur bleiben? Sind Sie traurig, dass Sie nicht mehr Lehrer sind? Ja, ein bisschen schon. Es hat mir immer so einen Spaß gemacht, so wie Herr Reiner jetzt auch sagte, wenn man jetzt nur im Ministerium arbeitet und nur so in der Verwaltung, mir fehlen die Schüler. Es hat immer so einen Spaß gemacht, den Unterricht mit euch schön Projekte zu machen oder schöne Ausflüge. Das fehlt mir schon ein bisschen, muss ich zugeben. Fehlen Ihnen die Schüler? Ja, mir fehlen natürlich immer die Schule, die Schüler, auch mit Eltern zusammen sich unterhalten. Das ist eben, wenn man so von Herzen, mit Herz und Seele Lehrer ist, dann genau sowas wie heute. Das findet man natürlich mal ganz toll, wo dann so schöne Vorführungen stattfinden, die Schüler so tolle Sachen machen. Da geht einem immer das Herz auf und das ist natürlich ganz toll. Das ist leider bei mir in Potsdam, in meinem Haus, immer nicht ganz so unterhaltsam wie jetzt hier bei euch. Was ist Ihr Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Na, eigentlich esse ich ganz viele Sachen ganz gerne, könnte ich jetzt gar nicht so ad hoc sagen. Ich finde aber so die deutsche Küche, also das, was wir hier so bei uns in Brandenburg kochen, das schmeckt mir schon sehr gut. Also so schön mit frischem Gemüse und schön auch ein bisschen Fleisch, das ist schon lecker. Was ist Ihr Lieblingswitz? Mein Lieblingswitz? Ach, ich kann mich immer ganz doll an Witzen erfreuen, aber ich vergesse die dann immer so schnell. Also insofern fällt mir jetzt gar kein Witz so ad hoc ein. Aber es gibt viele schöne Witze. Aber so jetzt einen, der so ganz besonders schön ist, fällt mir jetzt leider spontan nicht ein. Was halten Sie von Schülerzeitungen? Schülerzeitungen sind ganz toll. Das, wenn sich nicht nur, weil das sozusagen auch für die anderen ganz toll ist, sondern ich finde auch, wenn ihr euch sozusagen so einem Projekt widmet und wirklich da so ganz professionell, so wie ihr das hier macht, dann solche tollen Dinge macht, finde ich, könnt ihr so total stolz darauf sein. Eure Schule kann total stolz darauf sein, eure Eltern und eure Lehrer. Und insofern finde ich, also Schüler, die sowas zu Wege bringen, könnt ihr wirklich riesig, riesig stolz auf euch sein. Toll. Sind Sie Doktor? Also, Sie sind Doktor. Sind Sie auch Arzt? Ja, man kann, wenn man Arzt oder wenn man Doktor ist, kann man Arzt sein, muss aber nicht. Sondern dann hat man an der Universität eine ganz große Arbeit geschrieben und das kann auch ein Doktor sein. Ich bin es zum Beispiel in Geografie. Also in dem Unterrichtsfach Geografie. Man kann der aber auch dann in einer anderen Wissenschaft sein. Also ein Doktor kann man in ganz vielen verschiedenen Disziplinen sein. Vielen Dank an Herrn Trescher.